Servus Leute, ich habe auf meinem Gartenhäuschen 4 Photovoltaikelemente mit je 430 Watt installiert. Da aber tagsüber niemand zu Hause ist, ist unser Stromverbrauch gering und es macht nur Sinn mit einem Akkuspeicher. Nachdem ich mich informiert habe, entschied ich mich für das Enker Solix Solarbank Dualsystem. Das System besteht aus zweimal dem Enker Solix Solarbank E1600, dem Wechselrichter EZ1M und AP-System. Im Paket enthalten waren auch die 0 Watt Ausgangsschalter für die einzelnen Speicherbausteine. Das Dualsystem funktionierte recht zuverlässig, aber der eine oder andere Fehler trat trotzdem auf. Eine Störung war zum Beispiel, wenn ein Speicher leer war, dass dann der Wechselrichter abschaltete. Zur Installation. Ich habe die Kabel direkt durch das Dach des Gartenhäuschens geführt. Ich habe auf dem Dach eine Abzweigdose gesetzt, diese abgedichtet, die Kabel zwischen Paneele und den Stützen durchgeführt. So sind die Kabel von außen nicht sichtbar und der Bereich ist auch trocken und dicht. Aus dem Schaumstoff der Verpackung habe ich eine Verblendung gebaut, damit es etwas sauberer aussieht. Da die zwei Speicher aber sehr rasch voll waren, habe ich mich für einen zusätzlichen Speicherbaustein entschieden. Da bot es sich an, die Enker Solix 2 Solarbank Pro anzuschaffen. Bei diesem Modell ist der Wechselrichter im Gerät integriert. Die Transportverpackung ist sehr aufwendig gestaltet. Auf dem oberen Deckel die Bedienungsanleitung als QR-Code zum Downloaden. Um die Solarbank sind verschiedene Zubehörteile platziert. Zum einen das Netzanschlusskabel. Im Befestigungskit sind die Dübel für die Wandbefestigung. Kabelbinder, Schellen zur Kabelbefestigung und auch der MC4-Schlüssel, um die Kabel von der Station wieder zu lösen. In den anderen zwei Kartons sind jeweils die 4 Verbindungskabel zu den Solarpaneelen beinhaltet, also insgesamt 8 Kabel mit 3 Meter Länge. Die Enker Solix 2 Pro macht einen sehr robusten Eindruck. Die Haptik ist gut. Und das Design gefällt mir auch sehr gut. Auf der Frontseite befinden sich zwei Schalter, der Einschalter und auch der Schalter für die Netzwerkverbindung. Auf der Eingangsseite der Anschluss zur Netzverbindung, eine Schuko-Steckdose, die bei Stromausfall 1000 Watt liefert. Auf der Rückseite die Kühlkörperfläche, hier Abstand zur Wand 30 mm, bitte einhalten. Auf der Eingangsseite 4 Eingänge mit separaten MTTP-Trackern. Wie ihr das Dualsystem mit der Enker Solix Pro verbindet, zeige ich hier. Die Kabel mit dem MC4-Schlüssel entriegeln und abziehen. Die Qualität des beidigen MC4-Schlüssels ist nicht überragend, aber mit ein bisschen Gefummel kriegt man die Stecker dann doch auch runter. Da der Wechselrichter in der Enker Solix Pro schon integriert ist, fällt der alte Wechselrichter weg. Um die Enker Solix 2 Pro anzuschließen, verbindet ihr lediglich die Ausgangsseite der Enker Solix mit der Eingangsseite der Enker Solix 2 Pro. Hier wird der erster Eingang an der Solix 2 Pro mit dem Ausgang des oberen Speicherbausteins verbunden. Der zweite Speicherbaustein wird genauso angeschlossen. Hier wird
der zweite Eingang an der SolixPro dann auch belegt. Nach der vollständigen Installation stellte ich fest, dass der 0-Watt-Schalter bei bedecktem Himmel eine sehr sinnvolle Erweiterung des Systems ist. Denn wenn die Solix 2 Pro zu 100% gefüllt ist, wird der überschüssige Strom ins Netz abgegeben. Sobald die Eingangsseite angeschlossen ist, fängt es auch schon an, im Display zu blinken. Jetzt noch den Netzanschluss in die Station stecken. Nach Drücken des Startknopfes geht die Anlage in den normalen Modus. Bei Softwareinstallation muss das System in ein 2,4 GHz Heimsystem integriert werden. Zur Installation benötigt ihr auch eine Bluetooth-Verbindung. Da ich die App schon vorher installiert habe, dreht es sich nun darum, ein Gerät hinzuzufügen. Dies geht in der App über diese verschiedenen Punkte. Das Gerät wird gesucht, die Solix 2 hinzufügen, der Scan-Vorgang startet. Die WLAN-Verbindung ist von dem Dualsystem schon bekannt, hier einfach nur bestätigen. Damit das Gerät beim ersten Scan-Vorgang gefunden wird, muss eine Bluetooth-Verbindung bestehen und das Gerät in eurer Bluetooth-Liste auftauchen. Nachdem das Gerät gefunden wurde, einfach auf Fertig klicken. Dann einfach den Anweisungen des Menüs folgen. Die Firmware-Verbindung startet und das Update wird durchgeführt. Dies geht in echt ca. 3 bis 4 Minuten. Für euch habe ich das Ganze etwas beschleunigt. Nach dem Firmware-Update fragt die Software noch nach einem Namen für das System. Ich habe es Gartenhütte Solix Pro benannt. Das System arbeitet im benutzerdefinierten Modus. Man kann die Verbrauchswerte für den Tag verschiedene Zeiten zuordnen. Nun kommen wir aber zum Kernstück der Anlage, einem kleinen elektronischen Gerät, das sich Anker Solix Smart Meter nennt. In der Verpackung dabei das Solix Smart Meter. Um eine Schaltschrankinstallation durchzuführen, hat es die Vorbereitung für die Klemmen. Für die Erfassung des Stromverbrauchs sind Stromwandler mit im Paket. Diese werden im Stromkasten zwischen die Kabel vom Haus zum Stromzähler eingebracht. Auch mit dabei eine Verlängerungsantenne, falls das WLAN-Signal im Schaltschrank zu schwach ist. Für die Installation benötigt ihr einen Fachmann, der für diese Arbeiten ca. eine halbe bis dreiviertel Stunde benötigt. Nach der Installation des Smart Meters im Schaltschrank folgt nun die Installation der App. Die App-Installation schien auf den ersten Blick zu funktionieren, aber beim Firmware-Update gab es dann Probleme. Das lag daran, dass keine Bluetooth-Verbindung bestand. Der Status des Gerätes wurde als offline angezeigt. Meine Lösung für das Problem: Das Gerät wieder aus der Geräteliste löschen. Da das Smart Meter eine stabile WLAN-Verbindung braucht, habe ich das Ganze über einen Power-WLAN-Adapter gemacht. Ich habe in der Nähe des Schaltschranks noch einen Kellerraum mit einer Steckdose und hierüber wurde das WLAN stabil hergestellt. Die Anker-Geräte an sich haben alle eine gute WLAN-Reichweite, sodass die beiliegende Verlängerungsantenne nicht zum Einsatz gekommen ist. Für den zweiten Versuch habe ich auch geschaut, dass die Bluetooth-Verbindung besteht, die Taster an der Solix für 7 Sekunden gedrückt halten. Dann wieder in der App auf die Geräte ein Gerät hinzufügen. Das Solix Smart Meter wurde jetzt gefunden.
Zur Sicherheit bin ich aber nochmal in meinen Bluetooth-Verbindungen und habe geschaut, ob es auch in der Liste auftaucht, hier als Unterposition. Das Smart Meter auswählen, ein Gerät hinzufügen, nochmal klicken und der Scanvorgang beginnt. Auch hier ist das WLAN bekannt, hier einfach nur bestätigen mit Weiter. Das Telefon näher an das Gerät bringen zeigt mir an, dass die Bluetooth-Verbindung aufgebaut wird. Danach wird auch die erfolgreiche Installation des Smart Meters angezeigt. Nach Klicken auf Start wird das Firmware-Update durchgeführt. Hier auch wieder den einzelnen Menüpunkten folgen. Die Menüführung in der App finde ich sehr gut gestaltet und für mich als Laie auch einfach zu verstehen. Besonders begeistert mich an dieser App, dass ich von überall Zugriff auf die Software habe und auch die einzelnen Verbrauchswerte im Haushalt über die App wattgenau angezeigt werden. Nach dem Firmware-Update kommt die Initialisierung der Leistungsmodus-Einstellung. Das System zeigt an, dass das Smart Meter mit dem Solix 2 Pro verbunden ist. Der Menüpunkt Eigenverbrauch wird angezeigt. Mit Fertig die Installation abschließen. In der Smart Meter Anzeige sieht man gut, wie der Smart Meter die Einspeisung der Solix 2 Pro in den Haushalt regelt. Ein sehr gutes System, das den Energieverbrauch im Haushalt optimiert und eine unnötige Einspeisung ins Netz unterbindet. Ich war überrascht, dass trotz bedecktem Himmel auch noch eine gute Stromleistung von den Photovoltaikelementen geliefert wurde. Die App ist einfach und übersichtlich gestaltet. Man kann über die verschiedenen Punkte, zum Beispiel die einzelnen Einspeiseleistungen, abfragen. Hier sieht man die Eingangsleistung der einzelnen Eingangselemente. Über das Gerätemenü bekommt man einen schnellen Überblick über die unterschiedlichen Einspeise- und Speicherleistungen. Größter Vorteil der Solix 2 Pro: sie kann Energie speichern und gleichzeitig die benötigte Energiemenge in den Haushalt abgeben. Dies ist mit der Anker Solix 1600 nicht möglich. In Verbindung mit dem Smart Meter ein gelungenes System. Die Original-Speichererweiterung für die Solix Pro ist einfach stapelbar. Da ich aber im Besitz des Dualsystems bin, wollte ich erstmal ausprobieren, wie es mit diesem auch funktioniert. Da ich aber nicht der Einzige bin, der ein Dualsystem hat und dieses mit der Pro kombinieren will, dachte ich, ich mache dieses Video. Macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß beim Stromsparen. Euer EasyDoIt.